Linux Live Systeme, die von USB Stick booten, kennt wahrscheinlich jeder oder die meisten hier. Und der Göster wird es zeigen, wie man sowas selber machen kann. Ja, genau. Also live herzeigen werde ich es nicht. So lange wollen wir halt nicht da bleiben. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist, ich werde eben von diesem Stick hier präsentieren. Ich habe hier freie Hardware der anderen Form. Sie verwendet es nämlich niemand anderer, deswegen kann ich sie verwenden. Und wenn ich den Knopf jetzt noch finde, dann sollte hier gleich der PC, dann werden wir den Bootscreen nicht sehen. Ja, also mein Thema ist heute eben Linux am Stiel. Ich habe mich im CFP-Manager ein bisschen vertippt. Das liest sich jetzt fast wie Linux mit Stiel, ist aber auch nicht ganz daneben. Ja, wie der Peter schon gesagt hat, Live-Linux-Systeme und der René hat es vorher schon auch erwähnt im Vortrag, sind jetzt nicht wirklich was Neues. Es gibt einen Haufen davon. Ich würde es jetzt allerdings gern sehen, schön langsam. Okay, dann habe ich nur da einen Knopf zu, ja, den habe ich. Ah ja, so, genau, jetzt sehe ich mein eigenes System auch schon. Gut, also das ist jetzt frisch gebootet vom USB-Stick, deswegen muss ich meine Präsentation auch erst aufmachen. So. Ja, inzwischen könnte ich eigentlich kurz erzählen, wer ich bin, aber ich glaube, nicht wirklich weiter nötig, ich kenne mich eigentlich 95% und alle anderen können mich dann nachher fragen. Ich fahre jetzt einfach weiter in dem Thema. Gut, also jetzt Live-Systeme, Live-Linux-Systeme gibt es wie Sand am Meer. Wir hatten noch kein Live-Linux-System verwendet, noch nie. Ja, eigene Sohn fällt mir in den Rücken. Gut. Aber für Funk und Fernsehen werde ich das trotzdem noch erklären, worum es geht. Also die Idee ist, oder als Begriffsdefinition, ein Live-Linux-System ist ein Betriebssystem, das von einem Wechseldatenträger, in der Praxis meistens irgendein optisches Medium oder ein USB-Massenspeichersystem, bootet. Oder es kann auch vom Netzwerk gebootet werden. Es ist im Gegensatz zu einem Installationssystem bereits ein fertig ausgeprägtes Ding. Ich habe dauernd das Gefühl, ich esse das Mikro. Oh, vielleicht geht das so besser. Es muss also nicht erst installiert werden. Es bringt eine Auswahl von Applikationen, von Programmen mit. Das heißt, ich muss es nicht installieren, was mir einerseits Zeit spart, andererseits auch den Rechner, der vielleicht wie in dem Fall hier nicht mir gehört, unberührt lässt und dort auch keine Spuren hinterlässt. Das ist in verschiedenen Situationen erstrebenswert oder interessant. Das eine Beispiel ist eben vorhin schon genannt worden, das ist einfach mal Linux ausprobieren, schauen, ob das überhaupt interessant ist. In letzter Zeit sind ja einige Distributionen auch dazu übergegangen, überhaupt von Live-Systemen zu installieren. Ich glaube, Ubuntu waren da die ersten, die eigentlich gar keine eigenen Installationsmedien mehr haben. Ein recht häufig verwendetes Szenario ist der Malware-Scan. Wenn ich also auf meinem nicht freien Betriebssystem nicht von mir erwünschte Software drauf habe, dann muss ich die irgendwie wieder runterkriegen. Das kann man auch ganz gut mit Live-Systemen machen, weil die von ihrem Aufbau her ja nicht kompromittierbar sind. Das Medium, von dem ich boote, ist ja nicht wieder beschreibbar in der Regel. Forensische Analyse ist ein anderes Thema. Wenn ich also ein System habe, in das jemand erfolgreich eingebrochen ist oder ich vermute, dass da ein erfolgreicher Einbruch stattgefunden hat, dann will ich das System ja auch nicht mehr aus eigenen Mitteln booten, sondern möchte mir das System quasi von außen her anschauen. Und so wie ich das jetzt hier mache, ich bin zu Gast hier an der FH im Hörsaal und verwende einen PC für meine Zwecke, dann muss ich mich nicht darauf verlassen, welche Software ist da drauf, was kann ich mit der tun, wie kann ich mit der umgehen, ist die bugfrei und ich habe einfach eine Gastsitzung, die dann, wenn ich nachher einen USB-Stick rausziehe, wieder weg ist.
Und ganz ein wichtiges Kriterium an sich, aus meiner Sicht, ist, dass ich einen reproduzierbaren Zustand habe. Egal wo ich hinkomme, egal welche Hardware ich verwende, ich habe immer wieder das gleiche System vor mir. Das ist in manchen Szenarien ganz interessant und angenehm. Live-Linux-Systeme gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Die wichtigsten Vertreter, ich fange als Patriot einmal mit dem Grimmel an, dass da rund um den Mika Prokop und ein paar andere recht umtriebige Leute aus der Grazer Gegend entstanden ist. Grimmel ist eine Distribution, die sich mehr oder minder an Systemadministratoren wendet und der Fokus liegt dort hauptsächlich auf systemnahen Tools und einem schlanken System, das sich halt relativ schnell booten lässt, mit optional einer grafischen Oberfläche. Einen fast diametral anderen Weg geht es relativ weit verbreitet, die bekannte Knoppix von Klaus Knopper, das mit einem, ich glaube, standardmäßiges KDE-Oberfläche daherkommt und wo es dann auch Derivate gibt, die eben auch kleiner sind oder andere Oberflächen haben. Von den verschiedenen großen Distributionen gibt es mittlerweile eben auch Live-Systeme, die sie anbieten, Ubuntu, SUSE, Red Hat und Co. Und dann gibt es optimierte Speziallösungen für ein paar Szenarien, die ich vorher schon angesprochen habe. Zum Beispiel das bekannte Clone-Zilla-System, mit dem ich also von einem Live-Medium beliebige Rechner, Partitionen, Platten und so weiter booten, pflegen, größer machen, kleiner machen kann, Backup, Recovery davon starten kann. Deft ist ein forensisches Live-System und Backtrack, ein Auditing- und Security-Tool-Kit, das eben auch von CD booten kann. Backtrack gibt es nicht mehr? Okay, umbenannt. Sorry, gut. Muss noch Folien ändern. Danke für den Hinweis. Ja. Namen sind Schall und Rauch. Okay. Gut, wie schon gesagt, das Live-System zeichnet eben aus, dass sie bestimmte Softwareauswahl da getroffen ist und das charakterisiert auch die großen bekannten Systeme. Ich habe da gewisses Bündel an Dingen, die kann ich verwenden. Manche sind eben stark zweckfokussiert. Der Vorteil von diesen Systemen ist, sie sind fertig verfügbar in dem Moment, wo ich ausreichend Bandbreite habe, das ISO-Image in einem erträglichen Zeitraum runterzuladen, bin ich wenige Augenblicke später schon startbereit. Und es gibt verschiedene Ausprägungen, die sich an Mediengrößen orientieren oder die das User-Interface so oder so darstellen, wie auch immer. Da kann man sich also relativ lang damit beschäftigen, die passende Live-Distribution zu finden, die einem gefällt. Oder aber man geht den Weg, den ich gegangen bin, irgendwann ist man dann zu blöd geworden, sie haben alle nicht gepasst für mich, dann macht man ein eigenes Live-System. Meine Motivation war eben, was da ist, hat mir dort und da mal mehr oder weniger gepasst, aber eigentlich hat nichts so wirklich dem entsprochen, was ich haben möchte. Und die Systeme, bei denen ich es probiert habe, die sind relativ umständlich anzupassen. Also da muss ich mal irgendwelche Tools, mich mit irgendwelchen Tools vertraut machen, muss das ISO-Abbild irgendwo Loopback mounten, muss da drin herumtun, muss das dann wieder zusammenbauen und das hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Zum anderen haben die Systeme alle eben irgendwie einen relativ konkreten Fokus und der letzte Anwendungsfall, für den ich mich mit Debian Live dann beschäftigt habe, war, dass wir in der Firma vom Außendienst 5 alte Dell-Tablets zurückbekommen haben, weil sie unter dem gängigen großen Betriebssystem halt nicht mehr so vernünftig gelaufen sind. Und ich gedacht habe, das muss man eigentlich ja unter Linux noch schick betreiben können. Steck einen USB-Stick an, boote, da kommt der Bootloader und sagt, so, jetzt wähl mal deinen Kernel aus und dann drück Enter. Das ist am Tablet ein bisschen blöd, vor allem wenn es nur einen USB-Port hat und da steckt der USB-Stick drin, hat mir irgendwie das Keyboard gefehlt. Also brauche ich ein angepasstes System, um hier irgendwie damit arbeiten zu können. Dann kann ich ja eventuell Spezialaufgaben haben, lösen wollen damit. Eine war zum Beispiel, dass wir alte Systeme, alte Rechner, die noch auf Lager gestanden sind, ins Inventarsystem aufnehmen wollten und dort jetzt nicht extra die Inventarsoftware auf einem alten Rechner installieren, die eigentlich in meinem Betrieb ist, war dann auch die Idee, das also mit dem Stick zu machen. Manchmal eben, wie gesagt, Mediengröße ist ein Thema, kann sein, je nachdem, wovon ich booten will. In der Runde brauche ich das, glaube ich, nicht sagen. Ich will das machen können, weil ich es machen kann.
Das ist also ein nicht unwesentlicher Motivationspunkt. Wie komme ich jetzt auf die Idee, Debian Live zu verwenden? Das verrate ich jetzt nicht. Debian Live ist Teil des Debian-Projekts mit all seinen Vor- und Nachteilen, die das haben kann. Das heißt, ich kann auf ein sehr großes Repository von fertig paketierter Software zurückgreifen. Das ist Segen und Fluch gleichermaßen natürlich, weil Software, die aus irgendwelchen Gründen es nicht schafft, von Debian geliebt zu werden, die kriege ich dann auf mein Debian Live auch nicht so trivial drauf. Das Debian Live-Projekt geht hier den Weg, dass sie die Änderungen an den Softwarepaketen nicht extra für das Live-System machen, sondern wenn ein Softwarepaket sich in Debian Live nicht integrieren lässt, dann gehen sie her und reparieren das im Debian-eigenen Upstream jetzt unter Anführungszeichen. Sie passen so lange das offizielle Debian-Paket an, bis es auch unter Debian Live funktioniert. Und last but not least ist Debian eine Distribution, die sehr reich an Architekturen ist, die da unterstützt werden, und damit kann ich auch verschiedenste Live-Systeme bauen, was mit anderen Systemen nicht so leicht geht. Ich habe jetzt allerdings noch keine Idee, ob ich einen Power-PC oder einen Spark vom USB-Stick booten kann. Habe ich noch nie probiert. Den nächsten Punkt, einfach, kann man dann selber nachher beurteilen, aber hochflexibel ist es auf jeden Fall anpassbar, das Debian Live. Ich habe mich vor einiger Zeit recht intensiv mit FAI, dem Rollout-System für Debian-Systeme, befasst, und da habe ich schon einiges Vorwissen mitgebracht und war dann eigentlich überrascht, dass die dort relativ hohe Komplexität da sich hier nicht wiederfindet. Das geht wesentlich simpler. Und dann habe ich neulich nachgeschaut, Debian ist auch interessanterweise mittlerweile das Basissystem für die drei top-gerankten Distributionen auf DistroWatch, und zwar um Längen. Das war für mich jetzt relativ neu, ich habe das längere Zeit nicht beobachtet. Ja, also wahrscheinlich auch keine schlechte Wahl. 10.000 Lemminge können sich nicht irren. Ich habe vorhin schon kurz skizziert, wie der Boot-Vorgang ist. Also was braucht jetzt ein Live-System, um booten zu können? Hat irgendjemand sich schon mit Linux from Scratch beschäftigt? Dass irgendjemandem sonst noch ein Begriff, was das ist, worum es da geht? Ja, okay. Also Linux from Scratch ist der Ansatz, einmal ein fertiges GNU-Linux-System starten zu können, ohne dabei auf die Installationsmedien einer Distribution zurückzugreifen. Das klingt jetzt trivial, wenn man sich dann im Detail anschaut, ist das alles andere als einfach, weil allein bis das System starten kann, sind mehrere Schritte notwendig. Über den Bootloader haben wir heute schon gesprochen, dass der in Zukunft vielleicht kritisch werden wird. Also ich brauche erstmal einen Bootloader. Das kann im Fall von Debian Live Xlinux, PXE Linux, Grub sein. Lilo wird nicht mehr angeboten. Und der findet sich im Wesentlichen am Bootmedium, also am Wechselmedium. Oder ich kann ihn im Fall von PXE Linux über TFTP, also über das Netzwerk, beziehen. Der Bootloader ist verantwortlich dafür, dass der Betriebssystemkern geladen wird. Kernel ladet dann in der Regel heutzutage eine Init-RD mit den Basistreibern und den Informationen, wo es dann eigentlich weiterhin gehen soll. Und nicht zuletzt brauche ich dann eben das System-Image, das heißt also das Dateisystem, auf dem die tatsächlichen Binaries und die Konfigurationen dann oben sind. Und das ist bei Live-Systemen heutzutage meistens ein SquashFS, ist ein komprimiertes Read-Only-File-System, das im Betrieb, also on the fly, dekomprimiert wird. Kann man so sagen. Und für die Daten, die sich dann tatsächlich auf einem laufenden Linux-System ändern, wird mit Union ein Copy-on-Write-Mechanismus verwendet, dass also ein gewisser RAM-Bereich da verwendet wird für die Änderungen, die also während des laufenden Betriebs verfügbar sind. In dem Moment, wo ich natürlich mein Boot-Medium wieder wegnehme, sind alle Änderungen Schall und Rauch. Wenn das System neu gestartet wird, haben wir Tabula Rasa. Das muss nicht so sein, komme ich dann später noch dazu. Aber es ist einmal der simpelste Fall. Um jetzt mit Debian Live ein eigenes Live-System zu bauen, brauche ich vor allem einmal im Idealfall ein lokales Debian-Repository, weil Debian Live immer
von einem frischen System weg installiert. Das heißt also auch immer die benötigten Pakete sich aus dem Netz herunterlädt und das kann je nach Bandbreite und Verfügbarkeit relativ mühselig werden. Insofern ist es praktisch, ein lokales Repository zu haben. Entweder lege ich das komplett, also klone ich ein ganzes Debian-Repository, dann habe ich ohnehin alle Pakete, die ich jemals haben werden möchte, da. Oder ich verwende einen apt-Proxy wie approx, der die benötigten, also die geholten Pakete zwischenspeichert und mir auf die dann schnelleren Zugriff erlaubt. Ich habe, selbst betreibe ich seit ewigen Zeiten schon so einen apt-Proxy bei mir zu Hause, das hat sich relativ schnell bezahlt gemacht, in der Zeit, wo ich noch mehrere Linux-Rechner zu Hause betrieben habe. Als weiteres brauche ich dann doch erklecklich viel Speicherplatz, also Plattenplatz. Bei heutigen Plattengrößen ist es nicht mehr so ein Thema, aber immerhin für ein Live-System mit dem XFCE-Desktop, das also dann, wo das Bootmedium 1,5 GB hat, brauche ich 6,5 GB Plattenplatz mit allem Cache und Zwischenspeicher und sonstigen Dingen. Und wenn ich dann vielleicht mehrere Entwicklungszyklen davon, mehrere Ausprägungen habe, dann multipliziert sich das relativ schnell. Also ich habe so zum Basteln und Testen eigentlich 5 parallele Stränge in der Regel da im Betrieb. Das summiert sich dann recht bald auf. Und was auch noch spannend ist, ist in dem Fall möglichst viele Spindeln, also möglichst viele Festplatten, die daran beteiligt sind, wenn der letzte Punkt sich nicht allzu sehr auswirken soll. Denn das Live-System hat halt sehr viel Disk.io, es werden die Pakete heruntergeladen, sie werden ausgepackt, sie werden im Filesystem hin und her kopiert, dann wird also das Squash.fs auf der Platte generiert. Da ist massiver Disk.io im Spiel und meine Erfahrung ist, dass auf einem, ich glaube, das ist jetzt 8 oder 9 Jahre alten PC mit 380 GB SATA-Platten, die im RAID 0 sind, sich das wesentlich schneller bewerkstelligen lässt als auf dem 1,5 Jahre alten Notebook, das ich in der Firma habe, wo halt nur eine Platte drin ist, die zwar riesengroß ist, aber halt nur 2 Köpfe hat und damit bei diesen ganzen Seek Operations sehr viel Zeit braucht. Ich habe noch nie einen Linux-Rechner so schnell booten sehen wie diese alte Kiste mit 3 Platten im RAID 0, das ist faszinierend. Trotzdem braucht das Ganze Zeit, also wenn ich jetzt ein normales System mit XFCE-Desktop den Bildprozess anstarte, braucht es so 1 bis 1,5 Stunden auf jeden Fall auf dieser Kiste auch noch. Also nichts für Ungeduldige. So, welche Werkzeuge sind da jetzt im Spiel? Einerseits die Bootstrap, das ist das Debian-eigene System, das in einer Change-Root-Umgebung in der Regel aus den Debian-Paketen so ein Basissystem baut, das bei jeder Debian-Installation als erstes gemacht wird, damit sich das System quasi wie Münchhausen aus dem Sumpf ziehen kann, an den eigenen Stiefel laschen. Und das zweite Toolkit, das da verwendet wird, ist das Live-Build. Das ist ein Bündel von Shell-Scripts mit einem Wrapper drum, dem LB. Und im Wesentlichen braucht man zum Bauen davon 2 Kommandos, das ist lb-config, mit dem einmal so ein Grundgerüst zusammengestellt wird. Da entsteht eine kleine Dateisystemhierarchie, in der einige Basiseinstellungen getroffen werden, die ich dann anpassen kann. Und lb-build. Lb-build ist das Kommando, das dann eben in Wahrheit die Zeit braucht. Es erzeugt einmal dieses Change-Root, in den sich dann die Bootstrap hineinsetzt und die Basispakete installiert, eventuell noch von mir bereitgestellte Files, Binaries dazu kopiert, dann im Endeffekt dort den Debian-Installer aufruft, die ganzen Pakete installiert, daraus das Read-Only-File-System baut, einen Bootloader dazu knallt und das Ganze dann in ein Image zusammenpackt. Was man dann noch braucht, was da nicht draufsteht, ist DD, um das Ganze dann halt irgendwie auf den USB-Stick zu bringen oder Vodem oder wie auch immer das aktuelle CD-DVD-Brennprogramm jetzt heißen mag, um das auf Scheiben zu schießen. Ja, lb-config baut eben jetzt die Grundkonfiguration. Ich kann über Command-Line-Parameter hier einstellen, welche Distribution ich haben will. Debian gliedert sich ja in Stable, Testing, Unstable oder im Augenblick über diese Codenamen heißen die Dinge jetzt Wheezy, Jesse und Sid. Sid heißt ja immer Still in Development, also Unstable Branch heißt
bei Debian immer sieht. Dann kann ich angeben, welches Repository ich verwenden will. Da ist also dann zum Beispiel mein lokaler apt-proxy sinnvoll anzugeben. Die Architektur natürlich, diverse Kernel-Parameter, die beim Booten des Live-Systems gesetzt werden sollen und einiges Zeug noch mehr. Ich kann das dann auch, wenn ich das einmal durchlaufen habe lassen, kann ich diesen Konfigurationsbaum manuell weiterpflegen. Das ist eine Möglichkeit, ist aber dann insofern lästig als beim nächsten LB-Clean, wenn ich also das System neu bauen möchte, meine händischen Konfigurationen weg sind. Besser ist es dann, so ein Autoconfig-File zu erstellen. Und da habe ich ein Beispiel dafür. Das ist ein Shell-Skript und ruft im Endeffekt eigentlich lb-config wieder auf. Deswegen ist der erste Parameter da ganz wichtig. Das ist dieses No-Auto da. Das führt also dazu, dass ich hier nicht in eine endlose Rekursionsschleife eintrete, weil das lb-config liest als erstes mal das Auto-config-File ein und das würde dann sofort wieder lb-config starten und dann wieder das Auto einlesen. Das Kommando, also die Konfigurationsparameter der apt-indices-false ist eine Möglichkeit, Platz am Medium zu sparen. Debian legt ja die gesamten Indexdateien des Repositories, wenn ich ein apt-get-update aufrufe, im lokalen Filesystem ab, damit ich mit apt-cache-search ohne Netzwerkzugriff herum forschen kann, was es an Paketen gibt. Das kann ich hiermit vermeiden, weil am Live-System will ich in der Regel ja keine Pakete nachinstallieren. Da brauche ich es also nicht. Und das spart Plattenplatz und spart auch Zeit, weil das weniger Kopieraktionen sind. Das ist nicht größenordnungsmäßig viel, aber es ein bisschen hilft. Die Archive-Areas sind in Debian ja standardmäßig ist ja Contrib und Non-Free nicht inkludiert. Das heißt, ich würde mir einige Software nicht oder selber wegnehmen, könnte ich nicht installieren, deswegen gebe ich das hier an. Den ja, Miro Bootstrap, da sieht man es schon am Pfad, das ist also mein lokaler Debian-Mirror, der wird halt im DNS dann richtig aufgelöst bei mir zu Hause und mit Bootupend Live sind die ganzen Command-Lines für den Kernel da, wo in dem Fall zum Beispiel die Local eingestellt wird und das Keyboard-Layout. Das letzte, die letzte Angabe Persistence da, die hilft dann, Daten über Sessions weiterspeichern zu können. Dazu später mehr. Debian hat wahrscheinlich schon der eine oder andere hier im Raum heute installiert. Ich fasse trotzdem kurz zusammen. Es gibt da mal große Softwareklassen, die zu sogenannten Debian Tasks zusammengefasst sind. Oder ich kann die Pakete natürlich über einzelne Paketnamen ansprechen, das ist nichts Ungewöhnliches. Die Tasks, die packen gewisse Sachen, die thematisch zusammengehören, zusammen. So gibt es einen Task German für alle möglichen deutschsprachigen Pakete, da kommt also dann der deutsche Spellchecker dazu, da wird die Local generiert, die deutsche. Da werden eben die Keyboard-Layouts entsprechend installiert. Es gibt für diverse Desktops verschiedene Tasks, es gibt einen Task für einen Printer-Server, es gibt einen Task Laptop, da werden diese Energie-Management-Optionen da dazu installiert. Ja, und da gibt es eine Handvoll von diesen Dingen, da braucht man sich dann keinen Kopf mehr zu machen, welche Pakete muss ich da jetzt genau alle angeben, damit ich habe, was ich brauche. Abhängigkeiten löst das System natürlich auf, weil der Debian-Installer das kann, das ist eh klar. Und ich könnte in dem Fall natürlich auch eigene Debian-Pakete bauen, die ich in mein Live-System hineinspielen will. Die stelle ich dann am besten in einem eigenen Debian-Repository zur Verfügung. Da kann man sich auch gerne mal so in Workshop-Art oder sonstigen länglichen Thematiken damit befassen. Das ist nicht ganz trivial, aber es ist lösbar, so ein Thema. Ja, dann was auch noch schick ist, ich kann in diesem Paket, in meinen Paketangaben kann ich Conditionals verwenden. Zum Beispiel, wenn die Architektur eine Intel-Architektur ist, dann kann ich das MemTest86-Tool dazu nehmen, das ja eine Kernel-Alternative ist, wo ich beim Booten halt das grundsätzliche Systemtests durchführen kann. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, diese Paketlisten zu verwalten und ich kann die in mehrere Dateien aufsplitten. Ich habe da jetzt aber Beispiele, also mein Basis-Setup, ich habe mir da auch so ein System zusammengestellt, wo ich so ein Commons-Verzeichnis habe,
wo ich so ein paar Paketlisten mir zusammengestellt habe, die ich dann in meine aktuellen Projekte einfach hinein symlinke. Und da ist zum Beispiel die Basic-List, wo ich halt das Memtest 86, einen vernünftigen Editor und ein paar andere Tools dabei habe. Für das vorhin angesprochene Tablet habe ich mir dann Florence, das ist virtuelle Keyboard, dazu genommen, oder das Journal ist eine recht nette Applikation, die so einen Notizblock bietet, wo ich dann mit einem Stift oder meinem Finger drauf handschriftliche Notizen und Zeichnungen machen kann, was auf einem Tablet recht spaßig ist. Ja, NetTools, da habe ich dann halt irgendwelche anderen Werkzeuge, je nachdem, was ich dann mit dem Live-System machen möchte später. Ich kann jetzt natürlich eventuell noch, möchte ich noch tiefer eingreifen können in das System, als die Paketlisten auszuwählen, weil dann hätte ich noch nicht viel gewonnen. Was in Debian natürlich immer geht, ist den Debian-Installer mit Preseeding zu impfen und ihm zu sagen, was er tun soll. Wenn man mal schon ein Debian-System installiert hat und den beim Installer gesagt hat, ich möchte den Expert-Modus wählen, dann wird man eigentlich mehr, werden einem mehr Löcher in den Bauch gefragt, als in einem durchschnittlichen Tarantino-Film Kugeln fliegen. Und diese ganzen Antworten kann man zusammensammeln und in sogenannte Preseed-Files hineinlegen. Und die kommen dann in dieses Config Preseed Directory. Dann installiert das System die Konfiguration auch so. Da könnte man zum Beispiel einen vorgefertigten, also einen Webserver da laufen lassen auf dem Live-System mit irgendeiner vorgefertigten Config, oder man kann andere Aspekte des Betriebssystems anpassen. Bildschirmschoner zum Beispiel deaktivieren oder den Session Manager irgendwie anders konfigurieren. Dann habe ich die Möglichkeit, selbst Dateien im Live-System abzulegen, die ich dann einfach dort in an geeigneter Stelle vorher hinterlege. Das ist zum Beispiel sinnvoll für das etc-Skeleton oder für andere so Plätze, wo ich gefahrlos Sachen ablegen kann, wie im Opt. Wenn ich mit Debian, mit dem Iceweasel-Browser nicht zufrieden bin, der nicht immer ganz der aktuellste Firefox, dem ganz aktuellen Firefox entspricht, dann könnte ich das ganze Firefox-Binär-Dingens in Opt Firefox ablegen. Müsste mich dann nur irgendwie darum kümmern, dass das halt dann mit dem Applikationsmenü oder mit den Desktop-Verknüpfungen gestaltet wird. Oder ich könnte beispielsweise meine aktuelle Präsentation in Home User Slides ablegen, um eine Präsentation halten zu können. Und zu guter Letzt kann ich dann am Live-Medium, wenn das ein USB-Stick ist, zum Beispiel neben dem Squash-FS-File-System noch einen ganzen Haufen Dateien hinlegen. Zum Beispiel ein README-File, das beschreibt, was das eigentlich für ein Medium ist, oder ein nettes Bildchen, damit Windows-Systeme den USB-Stick gleich mit Symbol anzeigen. Oder vielleicht eine Autorun-Exe oder so dazulegen, je nachdem, was man halt vorhat. Weiters kann ich dann mit Hooks in den Bildprozess eingreifen. Das heißt, der Hooks hat der Peter ja in der Früh schon erklärt, was das ist. Also ich habe da Häkchen, wo ich vor oder nach bestimmten Ereignissen was tun kann. In dem Fall kann ich also mit den Changeroot-Hooks kann ich in dem Moment eingreifen, wo im Changeroot-System der Debian-Installer aktiv ist. Da könnte ich zum Beispiel eben Pakete, nachdem sie in dem Changeroot-System installiert worden sind, noch einmal anpassen. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Binary-Hooks nach der Installation noch einmal einzugreifen. Das ist zum Beispiel interessant im Fall von meinem Tablet gewesen. Das, wie gesagt, Tablet hat ja keine Tastatur. Standardmäßig wartet Debian Live auf eine Eingabe beim Starten. Es möchte auf jeden Fall bestätigt haben, dass es jetzt von dem Bootloader, dass der Grub-Bootloader den Kernel vom Medium laden soll. Das habe ich ihm abgewöhnt, indem ich dort einfach indem ich da mit einem Hook in dem Boot-Grub-Verzeichnis mit CFEngine hineingeschrieben habe, dass da also diese Stelle übersprungen werden soll, dass also nach 3 Sekunden, wenn keine Auswahl erfolgt, dass der Standard-Kernel gebootet wird. Und es gibt dann auch noch Boot-Time-Hooks, das sind also dann Sachen, die nach der Installation vom fertigen Medium, also in dem Moment, wo der Rechner bootet, passieren. Gehören dann eigentlich nicht mehr zu dieser Build-Chain dazu. Über Persistence ist auch immer wieder aufgetaucht, das Thema.
Die Krux an einem Live-System ist ja mitunter, dass ich, also einerseits ist es schön, dass ich immer wieder das gleiche System habe, dass das System nicht kompromittierbar ist, dass wenn ich mich irgendwie vertue oder so, dass nichts passiert ist. In manchen Situationen möchte ich das aber nicht haben. Ich möchte vielleicht in der Konfiguration irgendwas ändern können oder ich möchte von vornherein irgendwas anpassen können, wo ich nicht jedes Mal ein Live-System neu bauen muss. Diese Persistence-Dateien, die werden einfach über das Live-File-System drüber gemappt. Also zuerst bootet das System einmal von dem Boot-Medium und dann schaut das Boot-Skript nach, ob es auf dem Medium eine Persistence-Konfiguration gibt und würde dann diese Dateien über das laufende System drüber mappen. Das ist vor allem dann charmant, wenn ich bestimmte Teile vielleicht später anpassen möchte, ohne den kompletten Bildprozess noch einmal zu machen. Ein Anwendungsfall davon war, dass da eine sehr liebe Bekannte, deren Sohn um den halben Globus in Wahrheit wohnhaft ist und ihr System zu Hause betreut, auf mich zugekommen ist, ja, ihr Rechner funktioniert jetzt nicht mehr und ich möge mir doch anschauen, wie der tut und was der macht. Ich habe mir aber mit dem, ob schon ein Linux-System mit dem dort konfigurierten Boot-Prozess nicht wirklich ausgekannt. Ich habe gesagt, keine Ahnung, müssen wir mal ein System booten, das ich beherrsche und dann schaue ich da mal nach. Und für den Fall, dass sowas halt wieder passiert und ich gerade nicht greifbar bin, habe ich gedacht, hinterlege ich einen USB-Stick, den sie dann ansteckt, bootet und dann kann ihr Sohnemann selber sich dort einloggen und dazu war es notwendig, einen passenden SSH-Schlüssel in dem System zu hinterlegen. Und den wollte ich natürlich auch nicht ins Live-System hineinkonfigurieren, sondern der ist dann passenderweise auf dem USB-Stick jederzeit austauschbar und wenn der an der richtigen Stelle steht, bootet das System mit dem richtigen Key hoch. Das geht natürlich nur bei wiederbeschreibbaren Medien, das ist ganz klar, also das geht bei USB-Sticks oder wenn ich mein Live-System über das Netzwerk boote, dann kann ich das über NFS machen, wo ich auch schreiben darf. Und eben zwischen den Sessions kann ich die Daten speichern. Und damit komme ich eigentlich von Linux am Stiel zu meinem Büro am Stiel, wenn ich das so haben will. Ich kann damit zum Beispiel auch im Bildungswesen irgendwie Leuten ein System in die Hand geben, dass sie einerseits booten können, wo sie wollen und dort immer die gleiche Umgebung vorfinden und trotzdem auch auf dem System die Resultate ihrer Arbeit zum Beispiel abspeichern können. Also wenn ich jetzt in die Situation auch käme, mit Kindern Programmierkurse zu machen, dann wäre das für mich zum Beispiel ein Modell, dass ich sage, da haben wir eine einheitliche Umgebung und ihr speichert eure Sachen dann auf dem USB-Stick und mit dem USB-Stick geht es zum nächsten Rechner, steckt es dort an und habt wieder eure ganze Umgebung da. Da brauche ich keinen Webserver haben, wo ich die Sachen hochladen muss, sondern hat man einfach immer alles dabei. Funktionieren tut das dann so mit diesem Persistence, dass ich eine Partition auf dem Bootmedium haben muss, die das Partition-Label Persistence hat. Und im Wurzelverzeichnis dort liegt halt einfach eine Datei, die heißt persistence.conf und enthält eine Liste der Directories oder der Verzeichnisbäume oder Strukturen, die dann eben drüber gemappt werden sollen. Und dann muss ich natürlich parallel zu der Liste eine entsprechende Ordnerstruktur aufbauen auf dem Medium und die Dateien, die ich da liegen haben will, hineinschreiben. Es wird allerdings nicht so wie beim Mount der ganze Baum rüber gemountet. Das heißt, ich kann, wenn ich nur die etc-host nehme, überschreiben will, kann ich da getrost ein Verzeichnis etc anlegen und schreibe dann eine Datei Hostname rein und kann dem Persistence sagen, ich will ganz etc persistent gemacht haben, weil er sich eben nur an dieser Datei orientiert, die da drin steht. Das wird dann nicht alles überschrieben. So, ja, wenn man das jetzt selber nachmachen möchte, dann würde ich mal vorschlagen, man nimmt sich ein bisschen Geduld in die Hand. Es dauert ein bisschen, bis man sich einmal orientiert hat mit dem ganzen Ding. Von Anfang an würde ich auf jeden Fall darauf setzen, die Konfiguration zu versionieren. Es ist ganz, ganz simpel, ein triviales Live-System, ein Minimal-Debian aufzubauen damit. Es funktioniert relativ schnell, macht aber relativ wenig interessante und spektakuläre Dinge und dann möchte ich relativ bald da Anpassungen machen und in dem Moment, wo ich dann anfange, mit irgendwelchen Hooks zu arbeiten oder wenn ich ausgerissene Paketkonfigurationen oder schräge Paketquellen dahernehmen oder ins Testing-System hinüberdrifte, dann kann das schnell einmal passieren,
dass vom einen zum nächsten Bildversuch die Konfiguration nicht mehr funktioniert und der ganze Prozess nach einer Stunde, fünf Minuten abbricht. Das ist dann relativ frustrierend, wenn man keinen Tau mehr hat, was ich eigentlich vor eineinhalb Stunden oder so zuletzt geändert habe, wie die Konfiguration sich verändert hat. Da hilft es dann, wenn ich einen Git-Log machen kann. Ich muss das Ganze ja deswegen nicht gleich auf GitHub einchecken. Aber ein lokales Repository oder irgendeine Form der Konfigurationsverwaltung hilft ungemein. Dann kommen wir wieder zum Punkt Geduld. Anpassungen sollte man im Idealfall in kleinen Schritten machen, weil ich die Ergebnisse relativ schnell überprüfen kann und kontrollieren kann. Wenn ich in einem Rutsch versuche, 17 an 17 Enden zu drehen und dort im Boot-Prozess eingreife und da bei den Paketen noch nachkonfiguriere und dort hinten noch Persistence-Files drüber lege und das Ding dann im Endeffekt nicht funktioniert, dann verliere ich relativ schnell den Überblick, was jetzt eigentlich die Ursache sein könnte. Und wenn man dann seine Images gebaut hat, heißen die im Normalfall alle binary-hybrid.iso. So erstellt die das Live-Build-Tool und auch das wird relativ schnell unüberschaubar, welches ISO ist denn jetzt welches. Deswegen auch der gute Tipp, irgendwie sich eine sinnvolle Namenskonvention zu überlegen, wie nenne ich denn meine Dingelchens. Dann kann ich sie nämlich auch schön in einer virtuellen Maschine testen und eventuell auch, wenn ich meine Konfigurationsbäume ähnlich benenne, dann irgendwie später wieder davon wegarbeiten und vielleicht nach zwei Jahren, wenn die nächste Debian-Release rausgekommen ist, das nahezu gleiche System von vorher noch einmal einfach nur mit den neuen Paketen neu bauen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, man muss einfach viel Zeit und viel Geduld sich da nehmen und vielleicht daneben irgendwie sich Arbeit suchen, die man dazwischen immer wieder so in Stundenblöcken machen kann, weil es immer einfach recht üble Zwangspausen bei dem ganzen Ding gibt. Aber unterm Strich muss ich sagen, es zahlt sich aus meiner Sicht durchaus aus, sich das einmal anzutun. Was man nämlich bekommt, ist ein hochgradig individuell konfigurierbares System, mit dem man einige spannende Dinge machen kann. Vor allem im Zusammenhang mit DFTP, PXE-Boot, kann man also im Netzwerk sich Systeme zusammenbauen für unterschiedliche Zwecke. Da hast du mal, Robert, sehr inspirierende Vorträge über dein Realized Lab gehalten. Dass das noch läuft, keine Frage. Da kann man eben auch solche Szenarien sehr schön mit solchen Dingen abbilden. Wenn die Software lokal irgendwie komplexere Dinge macht, wird es natürlich relativ schnell uninteressant. Wenn ich große Softwareprojekte kompilieren will, das werde ich nicht auf einem Live-System machen. Aber der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Wenn ich nicht irre, war das meine letzte Folie, genau. Insofern, danke ich mal so für die andächtige Stille und Aufmerksamkeit und frag mal so routinemäßig, gibt es dazu irgendwelche Fragen von eurer Seite? Oder rennt eh schon überall LB-Bild? Schon gemacht, okay. Kannst du meine Erfahrungen nachvollziehen? Oder? Sonst noch irgendwelche Erfahrungen stimmen? Dann stelle ich überrascht fest, dass wir heute auf der Zeitsparerschiene sind. Ziemlich massiv, aber soll uns nichts Schlimmeres passieren. Danke.